Hallihallo, kurzer Tipp, sowas von kurzer Tipp aus aktuellem Anlass. Im Moment haben wir ja Fußball-Weltmeisterschaft 2014 zum Zeitpunkt dieses Videos. Und da hat Google witzige kleine Animationen, also so Dingerchen, Animationen, die heißen Doodles. Doodles. Es könnte vielleicht mal ganz interessant sein, sich einige davon wegzuspeichern, ne? Vielleicht sogar aus historischen Gründen geht man dann auf die Doodles. Dann könnte man sich da mal durchbrowsen und sich so eines dieser Bildchen mal woanders hin speichern. Gehen wir auf Firefox. Und wir gehen dann auf Google, auf die Hauptseite. Da sehen wir das mal ein bisschen größer. So, ne, das Ding zum Beispiel. Das sind animierte GIF-Dateien. Ne? GIF. Und die kann man sich auch wegspeichern. Ne? Grafik anzeigen. Das ist eine einzelne Grafik. Sehr schön. Also das Bild kann man speichern unter blablabla. Bilder. Einfach mal speichern. Oder ihr seht schon, ich habe es das vorhin schon mal probiert. Es gibt ein gerade so historisches Bild oder sowas von historisch. Geht man auf Doodles oder ihr sucht einfach mal unter Google nach den Doodles. So wird es geschrieben. Doodles. Den Link mal vielleicht merken, ne? Vielleicht für die Zukunft. Irgendwann sucht man vielleicht danach. Findet man unter anderem nicht nur Kaffee, sondern das hier, ne? Das ist das wichtigste Bild. Überhaupt Finale. Oho. Grafik kann man sich anzeigen lassen oder Grafik speichern unter. Und das habe ich vorhin schon mal gemacht, einfach unter finale.gif. Ne? Da hat man das Bildchen, kann man sich das wegspeichern. Ich hatte das vorhin schon gemacht, hat man es gemacht, kann man das Bild dann gegebenenfalls separat auch nochmal öffnen, ne? Bildbetrachter. Und je nach Bildbetrachter animiert er das auch, falls das bei euch nicht animiert dargestellt werden sollte, ne? Dieses Bildchen. Plus, ne? Dieses Bildchen. Dann könnt ihr es gegebenenfalls öffnen mit Firefox Webbrowser oder dem Webbrowser. Eurer Wahl. Gut, Finale GIF. Ne? Ich hätte es auch als 7.1 speichern können. Warum, könnt ihr euch denken? Ne? Ja, kann man unter Linux. Ne? Da kann man nämlich Doppelpunkte umbenennen. 7. Hätte ich jetzt nicht wieder die dunkle Sonnenbrille. 7.1.GIF. Ne? Unter Linux-System kann man durchaus auch solche Dateinamen machen und sich das mal wegsprechen. Wollte ich nur kurz angemerkt haben, finde ich ganz witzig. Passte gerade zu meinem Desktop. Hintergrund zu dem Ball, ne, was hier im Hintergrund läuft. Und im Circle of Friends, ne, da habe ich so ein kleines Lazarus-Demo gemacht. Das sind separate Programmchen, die da im Hintergrund laufen. Gibt es auch schon Videos dazu, habe ich mal programmiert, kostenlos runterzuladen. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Finale. Oh.